So, erstmal hier die Hubstützen abmachen. Sind unsere schönen Transportstützen hier. Damit wir auch den Hänger nutzen können. Also das ist hier an der Stelle ein bisschen klemmt. Das ist aber auch die Mechanik rüber quasi. Was wir haben wir. Gut. Action ist close, zweite Action ist rausfahren, dritte Action ist roll und dann vierte und fünfte Action ist. Ja, und dann wäre es push out, roll, push out, cut. Auf den Regen ist Verlass hier. Wir haben ein Fenster gehabt von 20 Minuten. Ben, hattest du nicht gerade noch so eine... Morgen hoffentlich mehr. Ja. Das ist Kacke, ja. Briefing. Wir machen ja jetzt im Nachhinein einmal die Kameraprobe mit dem Kran und Klavier, dann mit Ben und Kamera und dann testen wir nochmal mich und dann gibt es eine Pause. Für den Fall der Fälle, dass wir die Kommunikation von mir zu allen anderen nicht übersprechen hinkriegen, gibt es halt ein Zeichen. Das heißt, wenn ich einmal irgendwie den Arm hochhebe, heißt, fühlt sich nicht gut an, Hebebühne kommt und wir schnallen ab. Wenn ich beide Arme nach oben werfe, ist entweder Bewusstlosigkeit oder der Kran lässt ab. Tag 2. Wir hatten gestern leider das Pech, dass wir keine Sequenz drehen konnten, weil es hat den ganzen Tag geregnet. Alle waren bis auf die Unterhose nass. Heute haben wir Glück, weil es ist trocken. Es ist immer noch windig, aber heute Abend haben wir ein sehr gutes Wetter, Fenster und es ist ein bisschen sonnig. Wir können alles aufbauen. Wir mussten gestern testen. Das war ultra wichtig. Ich zeige euch mal das Klavier. Das haben wir nämlich in einer extra Konstruktion gebaut, die an den Kran drangehangen wird. Hier haben wir jetzt gerade die Schienen gebaut und das ist der Riesenkran. Und da hänge ich gleich dran. Dass man vielleicht gar nicht mehr so lange probieren müssen. Das haben wir extra bauen lassen. So sieht das, so sieht's aus. So ein bisschen Regenschutz dran. Und zum Glück geht es auch ein ganz kleines bisschen. Aber es ist auf jeden Fall schwieriger, über Kopf mit Schwerkraft zu drehen.
Bin sehr gespannt, wie es gleich funktioniert. Wir werden jetzt mal ein paar Sequenzen testen, die Kamerafahrt testen und dann hänge ich mich da mal dran. Ich bin der Benjamin und ich habe diese tolle Konstruktion mitgerickt. Und ich darf jetzt das Lichtdouble sein. Als Stuntman darf ich mich jetzt oben reinsetzen und das Ganze vorher testen. Also, jetzt wird's ernst. Wir machen das erste Mal richtiges Proben. Es ist nicht der finale Take, es ist der erste Test-Take. Aber ich muss hängen. Und ich muss sehr hoch hängen und jetzt wird's spannend. Bleibt dran! Sind wir soweit? Ja. Ja. Du sagst anwenden? Zieh. Und nochmal. 3, 2, 1, zieh. Was? Erwarte bitte auch mein Zeichen, ja? Eigentlich entspannt, also so entspannt als eben, ja. Drei, zwei, eins, bitte. One, two, three, four. Was denn? Also ich muss sagen, ist schon ein sehr mulmiges Gefühl da oben, so über Kopf. Aber das Panorama ist sehr gut und die Tasten funktionieren, ja. Ich bin gespannt auf die nächsten Takes und wie lange ich durchhalte. Letzter Take, Leute. Ich glaube, es geschafft. Wir haben es geschafft. Das Ding ist im Kasten. Ich bin unfassbar gespannt aufs Ergebnis. Es sah richtig krass aus, was wir jetzt schon gesehen haben. Props an das ganze Team. Unfassbar. So viele Leute, die einfach Bock haben, an so einem Projekt mitzuarbeiten und so. Und das so, dass es so umgesetzt werden kann, ist nur dem ganzen Team zu verdanken. Ist wirklich, wirklich absurd. Hammer. Was denn? Sieht schon auch geil aus, oder?